Hallo und herzlich willkommen zur Folge 86 von Die Chroniken von Methana Archolos. Wir befinden uns zurzeit bei Helga in der klagenden Sirene. Endlich haben wir die Hauptquest, die Nadel im Heuhaufen, beenden können und haben jetzt die Quest Bürger Marvin. Das müssen wir jetzt zum Schreiber, da wo die ganzen Flüchtlinge anstehen und wahrscheinlich dem sagen, dass wir Bürger werden wollen. Ich brauche Informationen. Die erste Information ist kostenlos. Der Rest kostet jeweils 10 Goldstücke. Das ist zu teuer. Wie wäre es mit 5 Goldstücken? 6 Goldstücke. Weiter werde ich nicht runtergehen. Na gut. Brauche Informationen. Frag immer, was auch immer du willst. Aha. Aha. Wir gehen einfach mal alles durch. Sind ja nur jeweils 6 Gold. Was soll's? Ich brauche Empfehlungen für die Bürgerschaft. Kannst du mir helfen? Da fallen mir zuerst Leon und Kuno ein. Sie sind in der Stadt sehr angesehen, also würde Mate ihre Empfehlung sicher akzeptieren. Du findest sie auf dem Marktplatz, dort spielen sie oft Schach. Während du dort bist, kannst du Thomas besuchen. Obwohl Archelos für seine Weine berühmt ist, hat dieser Mann mit dem Verkauf von Bier ein hübsches Vermögen gemacht. Ja, das weiß ich doch schon alles längst. Die Unterstützung von jemandem wie ihm wird dir auf jeden Fall helfen. Frieda hat ihren Laden auch in der Nähe seiner Brauerei. Normalerweise kümmern sich Handwerksmeister allerdings nicht um die Fragen der Bürgerschaft. Aber da sie diese Position bereits innehatte, bevor sie den Laden von ihrem Mann übernahm, nachdem er an die Front gegangen ist, war es Matey, der ihr beides überließ. Huch, jetzt habe ich was übersprungen. Das könnte eine Gelegenheit für dich sein, dir einen Respekt zu verdienen. Ramona ist eine einflussreiche Frau und Matey wird eine Empfehlung von ihr anerkennen. Okay, das ist pro Ramona. Wenn du dich bereits im Hafen herumtreibst, halte in der Werft Ausschau nach Ruth. Sie sind zwar nicht eng miteinander befreundet, aber Matey und er kennen sich schon seit Ewigkeiten. Zu guter Letzt bleibt noch Tengral übrig. Er ist einer der Feuermagier. Den haben wir schon erledigt. Du findest ihn in der Kirche, aber ich persönlich habe keine Ahnung, was du tun könntest, um seinen Respekt zu verdienen. Gut, dann weitere Informationen. Hast du Ideen, wie ich Gold verdienen könnte? Meiner Meinung nach hast du drei akzeptable Lösungen. Die erste, du stellst dich bei einem der Meister an und tust alles, was er verlangt, während du das Handwerk lernst. Um ein Lehrling zu werden, musst du aber zunächst Bürger der Stadt sein. Okay, das machen wir aber auf jeden Fall. Die andere Möglichkeit ist, dich an den Anschlagtafeln in der Stadt umzusehen. Dort findest du Kopfgelder und Jagdaufträge für Bestien. Wenn du dich dabei nicht töten lässt, kannst du eine ordentliche Menge Gold verdienen. Damit bleibt nur noch eine letzte Möglichkeit. In der Mitte des Armenviertels gibt es ein großes Lagerhaus. Alena organisiert dort abends Kämpfe, bei denen du eine Menge Gold und andere Wertgegenstände gewinnen kannst. Alles klar. Ich suche nach Informationen über einen beschädigten Kran. Ich habe gehört, dass sie deswegen ein Schiff nicht entladen können. An deiner Stelle würde ich im Armenviertel nach Bohr suchen. Der Typ weiß eine Menge darüber, was in der Gegend los ist. Aha. Ja, jetzt haben wir 24, nee, 18 Gold sind wir jetzt losgeworden, also überhaupt keine große Menge. Haben tatsächlich sehr viele Dinge erfahren, die wir schon kannten. Aber wir haben die Quest Arbeiterehre irgendwie jetzt ein bisschen vorantreiben können. Also Boa ist der Mann im Armenviertel, den wir aufsuchen sollen. Wie gesagt, ich warte mit den ganzen Quests oder zumindest deren Abgabe oder Weiterbearbeitung fürs Erste, bis wir im Prinzip von Matey erfahren haben, dass wir uns hier jetzt Empfehlungen holen sollen, was jetzt die Helga uns schon vorweggenommen hat. So, hier haben wir noch ein paar Persönlichkeiten mit Namen. Was gibt's denn hier? Hey, du da. Was willst du, du Rotzlöffel? Lasst euch nicht stören. Na klar, und jetzt verschwinde. Was machst du hier? Ich trinke und lass die Seele baumeln. Was hast du denn gedacht, Penner? Ehrlich gesagt, dachte ich, dass du genau das tust. Bravo, hast du noch mehr dumme Fragen und genauso treffende Kommentare? Warum besorgst du dir nicht etwas Arbeit? Ich würde alles tun, um nicht für diesen Pisser Florin zu arbeiten. Du hast ein Problem mit Autorität? Was ist mit dir? Bist du vom Baum gefallen? Jeder, der sich um die Verbesserung der Lebensbedingungen in diesem versunkenen Loch schert, sollte ein Problem mit dem König haben, verdammt nochmal. Du denkst, der Politik läuft schlecht? Schlecht ist eine Untertreibung. Macht begünstigt die Reichen und beutet die Armen aus. Das ist seit langem bekannt. Außerdem, warum zum Teufel sollten wir in einem Krieg sterben, der uns überhaupt nicht interessieren sollte? Die Macht sollte in den Händen des Volkes liegen. Vielleicht würden dann alle besser leben. So wie das Volk einst Wolfszack gewählt hat, sollte das Volk jetzt die Statthalter wählen.
Hast du keine Angst, dass du hinter Gittern landen könntest? Wofür? Deine Sprüche kommen wahrscheinlich nicht überall gut an. Was können sie mir noch antun? Das Leben hat mir alles geraubt, was ich hatte. Die Wachen werden dich nicht schonen. Ich sag dir was, Rotzlöffel. Die Schafe werden immer still dasitzen, auch wenn sie geschlachtet werden, eins nach dem anderen. Und jetzt kommt die Zeit der Wölfe. Ah, also der ist auf jeden Fall eher separatistisch unterwegs. Aber ansonsten können wir die nicht stören. Hey, was los? Gleich wie immer, trinken, jammern und rumsitzen, ein Tag wie jeder andere. Wird dir dieses Leben nicht langweilig? Weißt du, es ist gar nicht so schlimm. Ich habe warmes Essen, ein Glas kaltes Bier und meine Kumpels Arnold und Mikkel sind bei mir. Warum hast du deine Arbeit gekündigt? Ich würde eher sagen, dass es die Arbeit war, die mir gekündigt hat. Oder genauer gesagt, die Veränderung bei den Mitarbeitern im letzten Sommer. Ich habe meine Arbeit verloren, aber Steuern sind weiterhin fällig, so ist es eben. Wenigstens war Mikkel so nett, mich bei sich aufzunehmen. Warum suchst du dir nicht eine andere Arbeit? Ich hab's sicher eilig. Vielleicht werde ich eines Tages fündig. Vielleicht auch nicht. So lässt sich's auch leben. Hallo, wie geht's dir? Großartig, absolut großartig. Adanos sei mein Zeuge. Aber dieses Land geht den Bach runter. Was los? Der König kümmert sich in den Dreck um uns. Die Steuern, die er dieser Stadt aufbürdet, sind ein totaler Beschiss. Übertreibst du denn nicht ein bisschen? Vor einem Monat konnte ich mir noch 2 Gläser Bier pro Tag leisten. Heute nur noch 1. Einen Monat später muss ich mir Arbeit suchen. Wo soll das noch hinführen? Es gibt doch nichts Besseres als tragische Nachrichten. Ganz genau, anständig bezahlte Arbeit zu finden wird immer schwieriger, denn jeder stellt lieber billig Leute von den südlichen Inseln ein. Ja klar, so ist es doch immer, ne? So, Bravus, ein Mann mit Rüstung. Der hier auch in der Schenke sitzt und gegen die Wand starrt. Hey, was machst du hier? Ich trinke Hundepisse, weil sie in diesem Rattenloch nichts Besseres anbieten. Was zum Teufel interessiert dich das, Penner? Wie wär's, wenn ich dir etwas Besseres kaufe? Nun, ich trinke gern noch etwas mehr. Bring mir einfach etwas, das stark genug ist, um mir den Rachen frei zu brennen. Ich werde versuchen, so etwas zu finden. Wie geht's? Anstatt mir ins Ohr zu faseln, mach dich schnitzig und bring mir 1 oder 2 Schnäpse. Mach flott oder ich werde ungemütlich. Ist jetzt aber keine Quest irgendwie, ne? Auch wenn es erst den Anschein gemacht hatte, dachte ich im ersten Moment. Aber irgendwie keine Quest. Ich hoffe, das ist kein Fehler und soll so sein. Sonst wäre es ja dann doch sehr schade. Hier auch noch ein Arbeiter rum. Hier oben ist weniger los. Jetzt noch weiter hoch. Darf man hier einfach rein? Also ich speichere jetzt einfach mal drüber. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Die Sache mit dem Bravus. Hier darf man einfach so rein, wie es scheint. Flippt der Bürger jetzt da aus. Der bleibt da einfach hocken. Der weiß aber auch warum, weil hier gibt es nichts zu holen. Das ist dann wahrscheinlich eine Bleibe, die wir uns auch hier einfach wählen können. Ich frage mich ja wirklich, ob es irgendwann, was ist jetzt los? Achso, 21.45 Uhr, jetzt geht's ins Bett. Das Bier können wir uns nicht nehmen, das sieht der andere da hinten. Da lässt sich nichts machen. Da aber schon. Das ist allerdings jetzt hier ziemlich deckungsgleich mit dem Gasthaus in Silbach. Sprich, kleine Räumlichkeiten, Unterkünfte, wo man halt schlafen kann. Aber Wertgegenstände sucht man leider vergeblich. Aber immerhin haben sie ja alle Badewannen. Und eine abgeschlossene Tür, was sich dahinter wohl verbirgt. So, ich denke da mal, das unten drunter ist dann kein Wohnbereich für Gäste, sondern vielleicht Helgas Privatgemächer, das könnte sein. Ansonsten ist die Klage der Sirene ziemlich groß, aber ziemlich leer. So, scheinbar ist es okay, dass wir hier sind. Ah, ein Wasserfass, sehr gut.
Aber hier ist ja auch gar nichts. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Da süffeln wir erstmal eine Runde. Wenn wir schon mal wieder so ein Wasserfass gefunden haben. Hälfte Leben regenerieren, da sage ich nie nein, wenn das kostenlos geht. Übrigens, mir ist auch mal offscreen aufgefallen, was auch sehr gut funktioniert. Ich dachte erst, das wäre so wie das Wasserfass. Aber das Badehaus ist sogar noch besser. Ins Badehaus, da hüpft man einfach ins Wasser und regeneriert langsam Leben. Entweder hatten wir volles Leben, als ich das erste Mal gemacht hatte, oder ich habe es einfach irgendwie, habe mich darauf geachtet. Aber da wird dann schon relativ gut der Lebensbalken wieder vollgeknallt, wenn man einfach ein bisschen sich treiben lässt im Badehaus. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob da unten diese Bude jetzt leer steht oder zumindest der Arbeiter draußen ist. Das wäre ja dann doch mal nötig, jetzt wo es schon dunkel ist. Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Es ist ja nur die Frage, ob das überhaupt, wie gesagt, Truhen mit Inhalt sind oder ob das hier eine Schreinerei ist und das ist hier einfach nur so ein Vorzeigemodell. Boah, schon 3 abgebrochen. 4! Boah. 2 Dietriche und ein Lederbeutel, naja. Fast ausgeglichen, aber nur fast. Säge. Hier wenigstens nur einer abgebrochen. Eisenbrocken, Holz, Hämmer. Ist okay. Na, wenigstens ist hier Inhalt in der Truhe. Ne? Das muss man immerhin jetzt hier wertschätzen. Es hätte auch sein können, dass hier nichts drin ist. Und ich mir grundlos die Dietriche verbrat. Links, rechts, links. Maulwertfette, Säge, 3 Dietriche. Okay, wenigstens haben wir fast alles ausgeglichen, glaube ich. Wir hatten jetzt einen Verschleiß von 6, meine ich. Und haben wieder 5 reinbekommen. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist okay. So, jetzt überlege ich noch, wo war denn die andere. Das war das hier vorne. Wo wir nur den unteren Bereich hatten. Und der obere hat noch gefehlt. Nee, andersrum. Der untere Bereich hat gefehlt. Weil hier unten 2 Truhen waren. So rum war's. Ja, die gucken die richtige Richtung. Das ist gut. Oha. 22 Gold. Direkt Glück gehabt und kein Dietrich verbraten. Kommt ja nur selten vor. Und nochmal, ohne Verschleiß, zack, und sogar Gold. Zwar jetzt nicht viel, aber wenn man nichts dafür verballert, mache ich es doch gern. So passt es dann doch ganz gut. Und hier ist ansonsten nichts drin. Das heißt, jetzt können wir sogar wieder abziehen. Die Wache hat nichts gesehen. Sie macht einen guten Job. Und ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich, grob zumindest, alle Häuser der Stadt, also Altstadt ausgeschlossen, abgeklappert. Bis natürlich aufs Armenviertel, da waren wir jetzt noch nicht so überall, aber da haben wir schon einige Kisten auch leer gemacht. Das lasse ich auf jeden Fall nicht wegdiskutieren. Jetzt ist nur die Frage, gehen wir direkt zum Matey eigentlich schon herumtreiber? Und die Schläge? Nee, schade. Hätte ich jetzt Bock drauf, ein bisschen Geknüppel könnte ich jetzt gebrauchen. So, dann laufen wir mal quer durch die Stadt. Und gucken dann mal bei der Araxos-Händler-Gilde. Aber ich glaube, wir gehen wirklich erstmal zum Matey. Ich will das erstmal in trockenen Tüchern wissen, dass wir alles, was wir jetzt machen, gegebenenfalls dafür tun, um Bürger zu werden. Also ich denke, das wird auch rückwirkend alles klappen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Archelos dieses Konzept quasi über den Haufen wirft oder nicht mit einbindet. Das wäre mir wirklich sehr, sehr unangenehm. Fairerweise haben wir aber bisher auch nur die Sachen mit dem Tengral gemacht. Alles andere. Ich glaube, ich bin jetzt hier wieder vorbeigelaufen. Da hinten müsste das alles sein. Hier in dem Bereich.
Huch. Ah, ich glaube, das ist das Gebäude, wo sich Mate hier aufhält. Ich bin nicht erfreut über die lange Warteschlange, aber ich muss irgendwie hinein. Krieg der Elemente, Barbier. Hier ist noch ein Barbier. Habe ich das irgendwie verdrängt? Ach, ich habe wieder ein Goldstück. Ja, hier, nimm. Hier waren wir ja auch schon drin, ne? So ein Alchemist. Figaro. Ich kann der ja helfen mit. Ja, Tatsache. Bist du eine Art Arzt? Beinahe, mein Freund. Ich bin ein Barbier. Und was macht ein Barbier? Aderlass, Amputation, Gliedmaße und Bärte rasieren. Eigentlich Bärte rasieren. Diese stinkenden, verlausten Bärte. Schlechter Tag? Ein Tag wie jeder andere, aber in Wahrheit wollte ich nie Barbier werden. Ich wollte ein Holzfäller werden. Holzfäller? Ja, ein Holzfäller. Vom Baumstamm zu Baumstamm der majestätischen Lärchen zu springen, während sie lautstark den Silberfluss zum Meer hinunterstürzen. Statt verdammter Rasiermesser und Flaschen, der Geruch von frisch gefällten Tannen, die mächtigen Pinien, der Nervenkitzel des Abenteuers, das hinter der nächsten Ecke wartet, und an meiner Stelle, an meiner Seite, meine treue Axt, und wir singen, egal, vergiss es. Tut mir leid, ich habe mich etwas hinreißen lassen. Wenn ich irgendwann einmal verletzt sein sollte und versehentlich bei dir gelandet bin, bitte den Gefallen und erinnere mich daran. Zeig mir deine Ware. Ich habe einige Tränke auf Lager. Sieh dich um. Weil mit dem hatten wir noch gar nicht gesprochen. Wir sind zwar hier rein und haben irgendwie uns ein bisschen hier alles stibitzt, aber ansonsten... Oh, das Angebot ist jetzt auch eher mäßig. Wie geht's? Die meisten Heilkundigen wurden an die Front geschickt, aber ich habe überlebt. Ich hoffe, ich muss die Menschen hier nie verlassen. Wie viel berechnest du für das Einrenken einer Schulter? Nicht viel, bescheidene 70 Goldstücke. Könntest du den Preis nicht ein bisschen senken? Und warum sollte ich das tun? Ich kann es mir nicht leisten, mit Gold um mich zu schmeißen. Es sind harte Zeiten. Und ich kann es mir nicht leisten, Leute umsonst zu behandeln. Ich habe sowieso nicht allzu viele Kunden. Magier verlangen nichts für ihre Dienste, also gehen viele Einheimische zu ihnen, um Hilfe zu bekommen. Wie wäre es, wenn ich dir bei irgendwas helfen würde? Nein, naja, du verstehst, jetzt verstehst du mich, okay. Ich brauche zufällig ein paar Pflanzen, um eine neue Ladung Medizin herzustellen. Bring mir, sagen wir, 5 Flussmyrten, dann nehme ich ohne Gold die Behandlung an. Wo kann ich diese Myrte finden? Suche am Graben rund um die Stadt. Sie wächst meist an Gewässern, also wirst du wahrscheinlich genug davon finden. Bin gleich wieder da. Also entweder 70 Gold oder die 5 Flussmyrte, natürlich machen wir das dann. Aber, wie gesagt... Das stand ja auch hier schon drin. Der Hut. Das heißt, ich will jetzt erstmal das mit dem Matey regeln, mit Bürgerschaft und bliblablub. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Aber scheinbar kann der hier uns wirklich helfen bei Hut. Das ist ja perfekt. An den hatte ich auch irgendwie in der so im Hinterkopf gedacht. An den Barbier-Schrägstrich Alchemist. Aber irgendwie war der mir jetzt gerade gar nicht so... Also ich wusste nicht, wo ich den jetzt geografisch einordnen soll. Zum Glück sind wir zufällig hier vorbeigelaufen. Flüchtling, 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 aus dem Weg! In der Bude kann man nichts klauen, aber ich glaube, hier ist auch immer was los. Oh, wobei. Nee, doch. Der ist ja beschäftigt mit dem Kritzeln, das heißt, wir können hier... An die Truhe. Offen. Leeres Pergament, 2 alte Münzen und Lederbeutel. Nehme ich mit. Ach, Drag fehlt noch und seine Truhe. Müssen wir auch noch stibitzen. So, bitte geht doch. Ich glaube auch drüben in der anderen Schreibstube, da mussten wir, glaube ich, auch nochmal oben was abziehen. Da waren wir auch noch nicht. Siehst du nicht, dass hier eine Warteschlange ist? Ich habe nicht so viel Zeit, dass es dringt. Seh dich um, jeder, der hier wartet, hat ein dringendes Anliegen. Alle wollen Bürger werden und manche können nicht einmal lesen. Ich sitze hier schon seit Stunden fest und erkläre allen die geltenden Vorschriften. Ja, ich kann lesen. Oh, wirklich, das ist ja großartig.
Du weißt gar nicht, wie schön es ist, mit jemandem zu arbeiten, der wenigstens ein bisschen Bildung bekommen hat. Bitte, nimm dieses Dokument mit. Alle geltenden Vorschriften werden darin ausführlich erklärt. Ich habe gehört, du spielst gerne Schach. Ja, das tue ich. Ich halte mich für einen der besten Spieler auf der Insel. Nicht so gut wie der Statthalter, aber ich habe trotzdem ein paar wichtige Siege errungen. Darf ich fragen, woher diese Frage kommt? Kuno hat mich geschickt. Er bat mich, ihm ein Exemplar der Schachlehren zu bringen. Ich habe gehört, dass du ein Exemplar hast. Was hat sich der verrückte alte Mann dieses Mal wieder einfallen lassen? Ja, ich habe tatsächlich eins. Willst du es kaufen? Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, du könntest es mir leihen. Ich habe dieses Büchlein mehrmals durchgeblättert und wünsche mir jetzt, dass wenigstens ein Teil des Goldes, das ich dafür ausgegeben habe, wieder in meinem Goldbeutel landet. Du kannst es für 50 Goldstücke haben. Das nehmen wir, ansonsten kostet es 200. Ich glaube nicht, dass wir es irgendwo noch finden können. Von mir aus. Bitte sehr, hier sind 50 Goldstücke. Sehr gut, hier sind die Schachlehren. Viel Spaß beim Lesen. Wir haben ihm ja einen Lederbeutel mit 50 Gold abgeknüpft. Da ist das dann quasi wieder ausgeglichen. Trotz des Andrangs in seinem Büro mit Mady zu sprechen, meine Lese- und Schreibkenntnisse haben ihm so gut gefallen, dass ich jetzt zu ihm kommen kann, ohne anzustehen. Jetzt muss ich noch das Dokument lesen, das ich mit ihm erhalten habe. Aha, dann gucken wir das uns nochmal an. Brief an einen Freund. Die Schachlehren. Kann ich das auch lesen eigentlich? Nee, das kann man nicht lesen, das kann man nur abgeben. Verordnung des Stadtrats von Archelos Nummer 486. Wie man Bürger wird. Um Bürger der Stadt Archelos zu werden, muss jeder Auswärtige folgende Bedingungen erfüllen, unabhängig davon, ob er es aus einem Land des Königreichs Bretana, ob er aus einem Land des Königreichs Bretana kommt oder von außerhalb. Das Zahlen einer freiwilligen Gebühr von 200 Goldstücken, fällig für den Verwaltungsaufwand und das Ausstellen der benötigten Dokumente. Und das Einreichen mindestens dreier Empfehlungsschreiben von gegenwärtigen Bürgern der Stadt Archelos. Ausstellungsberechtigt sind sowohl gebürtige Bürger der Stadt als auch zugezogene mit genehmigter Bürgerschaft. Also wir brauchen drei und wir bekommen eventuell fünf, sechs, wer weiß, was da alles dazu kommt. Also ich denke mal, der Guard nicht, aber wie gesagt, Tengral, das haben wir schon erledigt. Aber ich glaube, da müssen wir nochmal zu dem hingehen und nach dem Empfehlungsschreiben fragen. Das heißt, in der nächsten Folge gucken wir uns hier in der Bude nochmal um und gehen dann zu der Araxos-Gilden-Viertelbereichs-Gedöns-Ecke gegenüber. Und klauen uns da auch nochmal zurecht und holen vor allem hier die fünfte Fuhre für den Thomas ein. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.